400 Tote auf Mittelmeer. Es ist eine Schande für Europa, es ist eine Schande für die Menschheit. Dass Europa seine Grenzen abschottet durch Frontex, wo Milliarden und Abermilliarden investiert werden, wo Menschen aus aller Länder der Welt durch Hunger, Flucht und Krieg vertrieben werden und keinen Lebensraum haben und nach Europa kommen möchten, aber auf dem Weg nach Europa auf offenem Meer sterben müssen. Es ist eine Schande, dass Europa immer noch seine Grenzen für die Menschen dicht macht. Es ist eine Schande, dass Europa Milliarden dafür investiert, dass Länder wie die Türkei Flüchtlinge aufnehmen und aber nicht weiter nach Europa schicken. Es ist eine Schande, dass Europa und Deutschland immer noch weltweit so viele Waffen exportiert, dass die Kriege stattfinden. Es ist eine Schande, dass vor Ort die Rohstoffe von Europäern und von dem europäischen Kapital geklaut werden und Menschen in Armut gelassen werden. Es ist eine Schande, dass europäische Agrarpolitik Afrika und andere Länder kaputt macht, dass der Milch in Europa hergestellt wird, in Afrika günstiger als was in Afrika hergestellt wird. Und wenn die Menschen dann zu uns nach Europa flüchten, dann haben sie geschlossene Grenzen. Und es wird sogar dafür Milliarden und Abermilliarden investiert. Es werden Tornados dafür eingesetzt, dass Menschen Europa nicht erreichen. Und die Folge ist, dass das Mittelmeer ein Grab für Menschen geworden ist. Und dafür muss eigentlich Europa schieben, dass diese Situation weiter fortgesetzt wird, dass sich bis zum heutigen Tage nichts geändert hat.